Guten Tag, mein Name ist Leonard Berger. Sie wissen sicherlich, dass Ihr Onkel uns die Leitung des Hotels überlassen hat. Wir sind ein eingearbeitetes Team. Der Chef wäre immer fleißig und viel arbeiten. Dann nehmt jetzt den Schlauch und sprengt den Rasen. Sprengen? In Luft? Warum haben Sie den Daumen auf dem Schnitzel? Damit es nicht runterfällt. Entschuldigen Sie, ich leite das Hotel erst seit kurzem und bin mit den Verrücktheiten des Personals noch nicht ganz vertraut. Warum ist die Auslastung so schwach? Immer in der Vorsaison. Im Juli, August sind wir überbelegt. In der Saison ist jedes Hotel voll. Jetzt muss uns was einfallen. Der Mann ist so gut, mir gefällt es, wie er seine Arbeit anpackt. Dynamisch, energisch. Ich will weiter raus haben aus der Arme. Er kann das Hotel nicht führen. Das Schlosshotel kommt unter den Hammer und Sie stehen auf der Straße. Natürlich, das ist ganzens Plan. Was kostet die Hotel? Ich kaufe es. Bedauere, es ist nicht zu verkaufen. Ein Schloss am Wörthersee. Glauben Sie, Sie können hier Urlaub machen, nur weil wir am Wörthersee sind? Natürlich wollte ich Urlaub machen hier. Ich habe für Sie beide eine Unterkunft im Schlosshotel bekommen. Es war nicht einfach, das können Sie mir glauben. Aber für Sie beide ist alles möglich. Ist das nicht ein wunderschöner Ort? Ja, das kann man wohl sagen. Dieses Schlosshotel ist einfach super. Es war ein Second Baby. Schaut noch genauso aus wie früher. Darf ich dir deinen neuen Gast vorstellen? Monsieur André Blondeau. Blondeau. Freut mich, Berger. Enchanté. Arbeiten wir gemeinsam für das Wohl unserer Gäste und das Wohl des Hauses. Einverstanden? Einverstanden, Chef. Also im Groben hätten wir jetzt alle Gäste untergebracht. Was heißt im Groben? So genau habe ich das noch nie gemacht. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee, wo alle Menschen Freunde sind und Rosen blühen im Sommerwind. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee, hier will ich glücklich sein. Spinnt ihr? Was macht ihr denn da? Da, Chef. Wir arbeiten. Und immer fleißig. Also ihr seid wirklich die größten Armleuchter. Das Spülmittel ist fürs Geschirr da. Nicht für Brunnen? Nein. Und jetzt stellt ihr das Wasser ab, damit der Schaum sich auflöst. Hallo, Jansen. Oh, kleinen Moment, der Landeshauptmann. Was ist jetzt mit dem Golf? Das tut mir leid, aber im Moment... Ja, dafür habe ich wirklich Verständnis. Also bis später dann. Danke.